Wenn man seine Schritte engelwärts lenken will, dann scheint man in 14 Heiligen am richtigen Ort zu sein. Denn die ganze figürliche Ausstattung der prominenten Wallfahrtsbasilika ist wie ein ideales Bühnenbild für den Auftritt der geflügelten Gottesboten. Da ist der mächtige Gott in seiner Entrücktheit und Glorie, weit entfernt von uns Sterblichen, wie könnten wir es wagen, uns ihm zu nähern? Und da sind die Flügelwesen, die den Innenraum der Kirche bevölkern, unaufhörlich damit beschäftigt, die Verbindung zwischen der Sphäre Gottes und derjenigen der Menschen herzustellen, eine Art religiöser Luftpost. Sie sehen niedlich aus, das passt zum Rokoko-Kirchenbau, aber ist nicht immer so harmlos, wie es scheint. Einige der kindlichen Engelsfiguren tragen die Hinrichtungswerkzeuge Jesu, was angesichts der fröhlichen Formensprache befremdlich wirkt. Aber vielleicht haben Engel auch eine geheimnisvolle Seite. Wie aber jetzt seine Schritte engelwärts lenken? Sprich, wie mit der Wirklichkeit in Berührung kommen, für die Engel stehen? Was verkörpern sie? Was steckt dahinter? Unterhalb der Basilika liegen die Bildungshäuser 14 Heiligen. In nüchternem Ambiente geht der Kurs von Claudio Ettel den ersten Schritt engelwärts. Ausgehend davon, dass es offenbar im Leben vieler Menschen Erfahrungen gibt, die sich wie ein Beistand von oben anfühlen. Durch solche Erfahrungen werden Engel plausibel. Ein Engel kann dann sozusagen eine Erfahrung sein in Form eines Menschen zum Beispiel oder auch einer Begegnung oder eines Ereignisses, die mir sagt, ja, da ist jetzt was passiert, was ich mir eigentlich so nicht erklären kann. Da ist auch relativ leicht, sowas auch für jemanden zu deuten, zu verstehen, der erstmal sagt, mit Gott selber habe ich meine Probleme. Aber dass es immer wieder Situationen, immer wieder Erfahrungen gibt, wo ich das Gefühl habe, da wird mir jetzt geholfen. Das ist, glaube ich, noch was vielleicht leichter vermittelbar ist. Auch oder möglicherweise gerade, weil es darauf hinweist, dass das normalerweise gültige Weltbild einer naturwissenschaftlich entzauberten Gegenwart womöglich doch nicht alles erklärt. Engelerfahrungen können aufschlussreich sein, nicht nur das Weltbild, sondern auch das Gottesbild anreichern. Je weiter der Gott weg ist, je abstrakter der wird, umso dankbarer sind wir für konkrete Symbole, konkrete Erfahrungen, die uns zeigen, den gibt's und der ist vor allem mit uns, der ist mit uns, der ist bei uns, der hilft uns. Dass ich nicht nur einen abstrakten Gott anbete, von dem ich eh gar nicht weiß, wie er aussieht, sondern dass ich sagen kann, der beauftragt da jemanden und der kümmert sich um uns Menschen, ganz konkret dann. Interessant ist, in welche Art Bilder solche Erfahrungen umgesetzt werden. Es gibt keine hässlichen Engel. Die positiven Erlebnisse gehen offenbar mit einem angenehmen Äußeren einher. Das kann so weit gehen, dass sich die nahen, angenehm anzusehenden Engel vor den fernen, großen und manchmal auch einschüchternden Gott schieben. Da ist die Bibel natürlich eigentlich ganz eindeutig, dass sie immer wieder sagt, nicht vergessen, ich bin nur Medium, ich bin nur beauftragt, es steckt Gott dahinter und der will, dass es dir gut geht. Wer also seine Schritte engelwärts lenken will, macht sich am besten auf den Weg zu Gott selbst, der vielleicht gar nicht so weit weg ist, wie es manchmal scheint.